Hallo Astronomiefreunde. Vor einigen Jahren habe ich schon mal ein Video zusammengestellt, auf dem alle Sonnenfinsternisse von 2020 bis 2050 erklärt werden. Und heute will ich mal eins für die Mondfinsternisse tun. Ja, Sonnenfinsternisse gibt es im nächsten Jahrzehnt, in den 20er Jahren, in Mitteldeutschland 8 Stück. Die meisten sind doch relativ gut zu sehen. Mit Mondfinsternissen sieht es nicht ganz so toll aus. Halbschattenfinsternisse werden nicht erklärt, weil die sind ja von der Ansicht her einfach zu unspektakulär. Die meisten Leute, die meisten Hobbyastronomen schauen die sich nicht an. Ich werde hier mal alle totalen und alle partiellen Mondfinsternisse, die komplett oder teilweise zu sehen sind, aufführen. Und dann schauen wir das mal gemeinsam durch. Ist eine ganze Menge. 31 Stück sind es bis zum Jahr 2050. Ja, so, dann geht's mal los. Am 16. Mai 2022 gibt es am frühen Morgen eine totale Mondfinsternis. Allerdings geht der Mond schon vor Beginn der totalen Phase unter und man braucht eine gute Sicht zum Westhorizont, um das Ereignis beobachten zu können. Ist also nicht so spektakulär. Am 28. Oktober 2023 findet am späten Abend eine partielle Mondfinsternis statt. Allerdings tritt der Mond bloß zu 12% in den Kernschatten ein, wird also auch nicht so spektakulär zu sehen sein. Ein Jahr später, am 18. September 2024, gibt es am frühen Morgen eine partielle Mondfinsternis. Da ist der Mond allerdings auch nur zu etwa 9% bedeckt. Ist also auch ein relativ unspektakuläres Ereignis. Am 14. März 2025 findet am frühen Morgen eine totale Mondfinsternis statt. Allerdings geht der Mond schon vor Beginn der totalen Phase unter. Also wir verpassen auch mal wieder das Beste. Ein halbes Jahr später, am 7. September 2025, gibt es dann eine totale Mondfinsternis, die wir relativ gut beobachten können. Und zwar geht der Mond total verfinstert am Osthorizont auf. Ja, ich habe sogar schon zwei oder dreimal gesehen. Das ist immer ein ganz tolles Ereignis. Und da können wir uns dann schon mal drauf freuen. Ja, man braucht gute Sicht zum Osthorizont. Ich fahre dann immer nach Arneburg zu der Beobachtungsplattform über der Elbe. Am 28. August 2026 gibt es dann wieder eine kleine partielle Mondfinsternis am frühen Morgen. Allerdings geht der Mond schon ungefähr zur Mitte der Finsternis unter. Deswegen braucht man freie Sicht zum Westhorizont. Und es wird wegen der Sommermonate, wo der Mond ja sowieso sehr tief steht am Horizont, wohl kein spektakuläres Ereignis werden. Die Finsternis am 12. Januar 2028 am frühen Morgen hat nur einen Bedeckungsgrad von 7% und fällt deswegen auch relativ unspektakulär aus. So, jetzt kommt was Besonderes, der Silvesterabend 2028. An dem gibt es nämlich eine totale Mondfinsternis, die in Deutschland komplett zu sehen ist. Ja, der Mond geht kurz vor Beginn der partiellen Phase auf. Man braucht also wieder gute Sicht zum Westhorizont und kann dann den Rest der Finsternis komplett verfolgt werden. Sehr schöne Sache am Silvesterabend, wird sicherlich ein Medienereignis. Wir lassen uns überraschen. Ein halbes Jahr später, am 26.09.2029, ist dann am frühen Morgen eine totale Mondfinsternis. Man braucht allerdings wieder gute Sicht zum Westhorizont, weil der Mond ungefähr eine halbe Stunde nach Beginn der Totalität untergeht. Man kann also noch ein bisschen von der Finsternis miterleben. Ja, drei totale Mondfinsternisse im Abstand von einem Jahr. Das ist schon ungewöhnlich in Deutschland, die wir bei uns beobachten können. Am 20. Dezember. Das ist ja eine totale Mondfinsternis, die wir komplett sehen können, geht durch die ganze Nacht durch. Die Totalität ist relativ kurz, weil der Mond nicht durch den Kernbereich des Kernschattens durchgeht, sondern nur am Rand. Aber es wird sicherlich dann ein schönes Erlebnis kurz vor Weihnachten, falls das Wetter mitspielt.
Am 15. Juni 2030 geht der Mond teilweise verfinstert auf. Allerdings ist die Mondfinsternis dann zu diesem Zeitpunkt schon fast vorbei. Sind, glaube ich, bloß noch 20, 25 Minuten nach Mondaufgang und dann ist die partielle Phase beendet. Und da wird man dann wohl nicht viel sehen können von der Finsternis. Dann müssen wir wieder eine Weile warten. Am 18. Oktober 2032 gibt es dann eine totale Mondfinsternis, die am Abend in Deutschland komplett sichtbar ist. Also optimale Sichtbedingungen, wenn das Wetter mitspielt. Da können wir uns schon drauf freuen. Am 14. April 2033 gibt es dann schon wieder eine wunderschöne totale Mondfinsternis am frühen Abend in Deutschland. Man braucht allerdings wieder gute Sicht zum Osthorizont, weil der Mond schon in der partiellen Phase aufgeht und dann kurz danach total verfinstert wird. Dürfte sicherlich ein schöner Anblick am Abendhimmel sein. Die partielle Finsternis am 28. September 2034 kann man mehr oder weniger vergessen, weil der Bedeckungsgrad bei 2% liegt. Da wird nicht allzu viel zu sehen sein, nur eine leichte Verdunkelung in dem Bereich des Mondes. Ein Jahr später, am 19. September 2035, nochmal das gleiche Spiel. Partielle Mondfinsternis am frühen Morgen mit 11% Bedeckungsgrad, also auch nicht so spektakulär. Am 11. Februar 2036 gibt es dann wieder eine totale Mondfinsternis am späten Abend, die in Deutschland sehr gut zu sehen ist. Können wir uns also auch drauf freuen. Ein halbes Jahr später kann man dann am frühen Morgen schon wieder eine totale Mondfinsternis beobachten, am 7. August 2036. Der Mond geht kurz nach Ende der Totalität unter, also freie Sicht zum Westhorizont wieder wichtig. Am 27. Juli 2037 gibt es am frühen Morgen eine partielle Mondfinsternis. Allerdings geht der Mond ungefähr eine Stunde nach Beginn der partiellen Phase schon unter. Und durch den tiefen Mondstand im Sommer ist da wohl sicherlich auch nicht allzu viel zu sehen. Die Finsternis am 6. Juni 2039 ist nicht so gut zu beobachten. Ist partiell und der Mond geht erst ungefähr eine Stunde vor Ende der partiellen Phase auf. Braucht man also wieder gute Sicht zum Osthorizont. Im gleichen Jahr gibt es nochmal eine partielle Finsternis am 30. November abends, die relativ gut zu beobachten ist, weil der Mond kurz vor Beginn der partiellen Phase schon aufgeht. Also wieder gute Sicht zum Osthorizont. Dann kann man das Ereignis schön verfolgen. Ein neues Jahrzehnt, die 40er Jahre, beginnen mit einer totalen Mondfinsternis am 18. November, die in Deutschland abends komplett sehr schön sichtbar ist, wenn das Wetter dann mal wieder mitspielt. Die partielle Finsternis am 6. Mai 2041 hat nur einen Bedeckungsgrad von 7%, wird also ein relativ unspektakuläres Ereignis. Ein halbes Jahr später nochmal ein ähnliches Ereignis am 8. November 2041, eine partielle Mondfinsternis mit einem Bedeckungsgrad von 17% am frühen Morgen. Am 19. September 1943 gibt es dann endlich wieder eine totale Mondfinsternis, die in Deutschland komplett zu sehen ist. Allerdings muss man früh aufstehen oder lange wach bleiben, um sie zu verfolgen. Ich glaube, 2015 gab es die das letzte Mal in der ähnlichen Anordnung.
Ein halbes Jahr später, am 13. März 1944, können wir am Abendhimmel eine wunderschöne totale Mondfinsternis komplett verfolgen über ganz Deutschland. Dann dauert es wieder ein bisschen bis zum 18. Juli 2046. Am frühen Morgen gibt es eine partielle Mondfinsternis mit einem Bedeckungsgrad von 25%. Ein halbes Jahr später, am 12. Januar 1947, gibt es eine totale Mondfinsternis am frühen Morgen oder spät in der Nacht, die in Deutschland komplett zu sehen ist. Den Neujahrsmorgen vom 1. Januar 2048 könnt ihr euch schon mal vormerken, denn da gibt es eine totale Mondfinsternis. Man braucht wieder freie Sicht zum Westhorizont, weil der Mond genau zum Ende der Totalität untergeht. Ja, 20 Jahre nach der großen Silvester-totalen Mondfinsternis von 2028 gibt es dann eine am Neujahrsmorgen. Komische Sachen gibt es schon. Ein halbes Jahr später, am 26. Juni 1948, findet dann am frühen Morgen eine partielle Mondfinsternis statt, Bedeckungsgrad 64%, und der Mond geht schon kurz vor Ende der partiellen Phase unter, also wieder freie Sicht zum Westhorizont. Die totale Mondfinsternis am 7. Mai 2050 kann man in Deutschland komplett verfolgen. Geht vom späten Abend bis in den frühen Morgen hinein. Und im Mai gibt es ja meistens gutes Wetter. Ja, ich hoffe, man kann sie dann sehen. Sind noch 30 Jahre von diesem Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme. Die letzte Finsternis, die ich euch vorstellen möchte in diesem Video, findet am 30. Oktober 2050 statt. Eine totale Mondfinsternis am frühen Morgen. Die Totalität ist relativ kurz, nur eine halbe Stunde, aber bei gutem Wetter müsste die Finsternis in Deutschland komplett sichtbar sein. So, das war's. Alle Finsternisse von 2020 bis 2050 mal zusammengefasst. Ja, 2050 bin ich 84 Jahre alt. Mal schauen, ob ich das dann noch erlebe, wenn der YouTube-Kanal noch läuft. Wir lassen uns überraschen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Das wäre echt nett. Und dann gibt es bald wieder neue interessante Videos von mir.